In diesem Video erwarten dich zwei Gameplay-Videos als Verteidiger und Angreifer und am Schluss noch die Splatfest-Ergebnisse. Und los geht das Ganze. Kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie dir das Splatfest gefallen hat, die Map hier. Oder in anderen Worten, bist du lieber Verteidiger gewesen oder Angreifer? Weil ich habe dann ein bisschen am Anfang meine Base da leicht eingefärbt gehabt. Als Verteidiger. Ein bisschen hier Farbe. Und danach bin ich mehr in die Verteidigung gegangen. Weil am Anfang sind ja die Surimi-Teile da oben noch nicht verfügbar. Die kommen ja erst von oben nach unten und erst dann hat man die Möglichkeit, sie zu nehmen. Oder an Worten, die Angreifer, die man da angreifen wird. Wir haben 44%, 43% oben. Mal gucken, wie das so weiter läuft. So, Team Mut gleich erwischt. Nice. Da vorne ist nochmal einer. Nee, nee, nee. Da gibt es nichts für dich. So. Oben ist auch noch einer im Pinsel, den haben wir auch noch erwischt. Da unten ist auch noch einer, der rollt sich da auch noch weg. Tja, Jack Black, so nicht. Ja, da habe ich ein bisschen Hilfe bekommen. 53%, das ist schon recht viel. Mhm. Wo ist der Rest? Oben kommt einer mit dem Pinsel und... Ja, das ist ein ziemlich komischer Pinselspieler übrigens gewesen. Er ist die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, mit gedrückter ZR-Taste immer in die Mitte gekommen und dann gestorben. Seht ihr, da kommt er wieder. Da flitzt er los in der Mitte und möchte einfach den Surimi-Sprinkler aktivieren, obwohl es eigentlich vier von dem Verteidiger auf der Map gleich, im gleichen Platz hat. Also das bringt dir nichts. Da kommt er schon wieder, das ist so wie ein Bot, automatischer Bot, der nach oben läuft und dann schießt man ihn wieder ab. Ich weiß nicht, da hat er auch so ein bisschen so komische Vögel irgendwie oder Momente. Also ich meine, das gibt es ja eigentlich schon so lange. Die drei Farb-Matches, also eigentlich seit dem Release von Splatoon 3 und die meisten da ist er schon wieder, wissen immer noch nicht so richtig, wie das Ganze funktioniert. Ja, jetzt wurde er aktiviert, ein blauer Sprinkler. Das geht natürlich die 51%, wo wir vorher hatten, ein bisschen runter. Ja, muss sagen, mit dem Disperser lief es bei mir am besten beim Splatfest. Da hat mich noch einer erwischt. Noch ein kleiner Eindringling, aber da fahren wir schnell wieder um. Mhm. Also die Map an sich gefiel mir eigentlich sehr gut. Erinnerte mich irgendwie an eine Wandelzone von früher, wo es irgendwie in der Mitte auch so eine Kanone hatte. So eine kleine Mini-Version einfach davon. Das war's. Und ich glaube, das sieht nach Gewinn aus mit 46%. Ich hatte auch sogar ein Match, wo ich 51 oder 52% hatte. Aber das war eigentlich sehr stark verteidigt, würde ich mal sagen. Es ist Zeit für die Seite der Angreifer. Ja, als Angreifer muss man da am besten so auf das andere Team hier auch achten. Also jetzt hier in der Mitte befindet sich ja Team Weisheit und wir sind ja hier mit Team Mut zusammen. Das heißt, ihr müsst natürlich auch aufpassen, dass ihr nicht Team Grün hier angreift. Ich habe des Öfteren habe ich es gesehen, dass wieder und wieder sich die beiden Teams angegriffen haben, nur um diesen Tsunami-Dings da zu aktivieren, diesen Sprinkler. Das ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Ich habe hier ein bisschen anders begonnen, wie da sonst. Habe dann ein bisschen so zuerst mal ein bisschen meine Base da leicht eingefärbt. Und da habe ich da schon den ersten Versuch bekommen. Nienchen hat es da erwischt. Weil am Anfang bringt es ja nichts in die Mitte, das Surimi-Signal zu aktivieren. Weil das ist, glaube ich, erst noch ein paar Sekunden aktiv. So. Wie schon gesagt, muss man ein bisschen aufpassen. Ist aber manchmal leichter gesagt als getan. Da bleibe ich auch ein bisschen in meinem Hintergrund, weil man konnte, wie schon gesagt, auch ein bisschen
von hinten in die Mitte auch schießen, sodass es ein weniger Verteidiger im Allgemeinen da sind. Da habe ich es versucht, aber das hat nicht ganz geklappt. Hilfreich ist übrigens auch hier, wenn man in die Mitte guckt, vom Team Blau, also Weisheit, einige schon erwischt hat oder nicht. Natürlich noch drei auf der Map sind und einen hat das nur erwischen, ist natürlich schwierig, den zu aktivieren. Aber es kommt dann am besten darauf an, wo sie sich befinden. Ich weiß nicht, ob die lieber als Angreifer gespielt oder Verteidiger. Lass es mich mal wissen. Läuft gut, läuft gut. 31% haben wir schon. 32, 31 auf der rechten Seite noch. Da haben wir mich noch erwischt. Ja. Wird noch spannend. Jetzt holt wieder Team Blau da auf. Team Weisheit mit 34%. Wie schon gesagt, entweder Team Mut oder Team Kraft muss hier mehr Prozent haben als Team Weisheit in der Mitte. Das würde schon zum Sieg führen. Mhm, noch 50 Sekunden. Boah, oben ist noch einer versteckt. Kommen sie da runter? Boah, ganz knapp ausgewichen. Das bleibt einer. Ja. Und nun auch ein bisschen aufpassen. Das ist eben noch speziell gemacht mit diesem kleinen Spitz oben. Das ist ja sowieso eine Pyramide, wo man ja sich da auch drauf bewegt, dieses Three Force. Da sieht man halt auch nicht so auf die andere Seite hinüber. Das ist auch noch so speziell gemacht. Und was mich eigentlich tierisch auch genervt hat bei diesem Splatfest, sind diese Kugeln gewesen. Ich weiß nicht, wie das euch ergangen ist, aber ich hatte zum Teil Matches, die waren wirklich, wirklich sehr nervig. Da flog eine Kugel durch die Gegend und dann noch wieder eine und wieder eine, und es war einfach ein bisschen nerviges Gameplay mit der Zeit. So, und das war's. Der Gewinner und okay, 32-4 Team Mut, und wir sind natürlich mit Team Mut zusammen gewesen, das heißt, wir haben hier gewonnen. Cool. Wir kommen schnell zu den Splatfest-Endergebnissen. Die Splatfest-Ergebnisse sind auch da und darauf werde ich jetzt mal schnell reagieren. Ich sage jetzt einfach mal so aus dem Bauchgefühl, dass wahrscheinlich Weisheit gewonnen hat. Schon gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen, aber als ich ein bisschen gezockt habe, habe ich das ja öfter oben links die Meldung gesehen. 333er Match gewonnen, 100er Match gewonnen und so weiter und so fort. Ich kann die Matches nicht so groß einschätzen. Ich habe nicht eigentlich lange am Splatfest teilgenommen. Aber die Tritons, da hat ja Team Kraft schon mal einen Punkt bekommen, also 7 Punkte. Das ist aber auch sehr knapp gewesen mit Weisheit. Und jetzt die meisten Stimmen. Wer war das beliebteste Team? Ich sage jetzt einfach mal Mut. Wahrscheinlich haben alle so gedacht, ja, Link, wow, cool, ich bin mutig wie Link. Lol. Okay, ich bin nicht mutig wie Link, ich bin kräftig wie Ganon. Was antworten Gandorf? So, badabum, badabum, oioioi. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Und wie schon gesagt, das ist meines Wissens ja nicht nur für Europa, sondern auch der gesamte Zusammenfassung der anderen Länder. Also das heißt, wenn du jetzt denkst, ja, dieses Team hat mega gut gespielt und so, kann es sein, dass es in einem anderen Kontinent oder so viel besser lief. Okay, oh mein Gott. Lol. Hey, das kann doch nicht sein, dass ich bei jeder Splatfest-Teamauswahl ins Schwarze getroffen habe, seitdem das Spiel erschienen ist. Mein Glückwunsch, Team Kraft. Was ist so ein bisschen so euer Fazit dazu? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Wie lief es bei euch allgemein? Krasse. 57 Punkte, das ultimative Maximum. Kraft räumt kräftig ab. Und neuen Super Motion, Super Kraft, wenn seht ihr. Ich hatte leider, wie ich auch schon in einem anderen Video angekündigt habe, nicht so viel Zeit dafür. Aber nichtsdestotrotz, schreibt mal in die Kommentare, was eure Rang waren und wie hat euch allgemein die Zelda-Map da gefallen. Und vergesst nicht, demnächst startet ja bei mir auch das kommende Let's Play Zelda Tears of the Kingdom. Tschüss zusammen.